Herzlich willkommen heute zu einem ersten Tutorial hier auf meinem Kanal. Ich habe guckt mir oft das Videos von anderen an, die mich hier am meisten begleiten, wie zum Beispiel Robert Habatulla oder Hessen TV Play. Hessen TV Play habe ich jetzt schon mal gesagt, jetzt sage ich auch nochmal anderen. Ich beziehe mich da auch sehr auf Robert Habatulla. Mich regt es auf, dass ich andauernd eure Videos angucke und ich muss sagen, ich komme mir auf eurem Kanal nicht zurecht. Bei euch sieht das mit Sicherheit nämlich so aus. Ich gehe mal hier auf meinen Kanal. Da habt ihr jetzt hier oben euer Bild, hier eure Informationen, unten eure Uploads, wo man herunterscrollt, herunterscrollt, herunterscrollt und dann hier entweder Playlisten habt oder keine Playlisten macht, sondern einfach nur Videos. Dann muss immer wieder das Video angucken, was ist denn da jetzt, hä? Und dann muss ich mal drauf gucken, wie wir wissen, wie viel angeguckt haben und so was. Das muss sich jetzt ändern. Und dafür werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Problem ist nur, es ist erstmal, ich weiß, ich kann es noch auf dem PC. Ich zeige euch auch, wie es auf dem PC geht und ich gucke mal, ob ich jetzt gleich danach nochmal auf dem Handy hinbekomme, auch zu machen. Man kann auch manchmal wieder die direkte auf Desktop-Seite gehen. Da zeige ich auch gleich erstmal, zeige ich euch den PC, falls ihr alle einen PC habt. Also bis gleich am PC. So, und nun, Entschuldigung, ich sagte, das würde nicht laufen. Und nun sind wir hier auf dem Desktop, also auf meinem PC. Und da ist es ganz einfach. Hier habt ihr nämlich auch wieder die ganzen Sachen in einer Tabelle und total unübersichtlich und ja, durcheinander irgendwie. Dafür müsst ihr hier, also ne, manchmal seid ihr hier auf eurer Startseite. Ab und zu. Und warum wird mir so komische Sachen hier angezeigt? Und dann geht er hier einfach auf meinen Kanal. Und dann landet ihr hier. Und dann geht ihr ganz einfach auf Kanal anpassen. Und mich mal zurechtfinden. Ja, genau. Ich schreibe hier auf Kanal anpassen. Hier seht ihr eure Informationen, die ihr anklicken könnt. Und dann klickt ihr hier wieder auf Einstellungen. Und dann habt ihr hier sehr viele Informationen. Jetzt wird mir da gleich wieder als angezeigt. Ich muss mal wieder schauen. Ja, genau, hier. Das war vorhin ausgewählt. Das müsste aktiviert sein, damit er mit Trailer ankommt. Am besten macht hier jetzt alles. Es ist nicht gut, wenn irgendwie Leute irgendwie sehen, was ihr für Videos mögt oder was ihr noch für Leute abonniert habt. Dann. Bäh! Du guckst dich schon, du einen guten Mann und machst selbst total falsch oder sowas. Deswegen am besten behaltet ihr euch alles für euch. Und zeigt ihr nur das, was ihr denen zeigen wollt, euren Zuschauern. Nachdem jetzt aber alles hier ein bisschen markiert ist, ich habe noch einen Tab Diskussion, könnt ihr übrigens auch mal gerne reinkommen, man braucht nicht unter jedes Videos machen. Ich werde auch mal gleich dann speichern. So. Und wenn jetzt alles richtig gemacht wurde, haben wir jetzt hier wieder unsere Übersicht. Hier ist ein Kanal. Trailer, wenn jetzt also, ne, wenn ihr jetzt einen Abonnent habt, geht ihr hier mein neuestes Video und wenn man hier anders darum klickt, dann könnte ich mir jetzt einen Kanal-Trailer reinmachen. Aber nachdem ich jetzt schon so viele hier, das müsste man am Anfang machen, weil jetzt kriegt ihr alle auch das Video dann und ihr kennt mich ja alle schon. Jedenfalls habt ihr dann hier die ganzen Spaltungen von Videos. Wenn ich mal laden würde, Videos, dann könnt ihr hier auch direkt meine Playlist angucken, wenn ihr alle Videos einmal angucken wollt. Die Kanäle. Also ich habe natürlich bei mir steht dann alles, dass ihr es nicht seht. Hier ist dann der Tab Diskussion. Hier könnte man quasi wie unter dem Video einfach Kommentare abklicken. Ich habe sie mal versucht mit Guten Abend vor 4 Monaten. Da hat aber irgendwie keiner geantwortet. Keine Ahnung, ob das überhaupt lädt. Ich weiß es nicht. Und dann habt ihr hier halt wirklich der komplette Tab mit Kanalinfo, wo euch alles steht. Und wie viele Aufrufe ihr inzwischen abgen. Wo ist denn das? Ah, hier steht eure Aufrufe und hier eure Abonnentenzahl und wann ihr beigetreten seid. Alles ordentlich aufgeräumt. Also, und hier oben habt dann auch wieder, hier oben könnt ihr dann auch wieder alles wunderschön einstellen und auch Profilbild ändern und hier auch nochmal Informationen reinschreiben. Ich habe hier Facebook, Instagram rein. Also wirklich alles schön aussortiert. Ich hoffe, dass ihr das somit irgendwie jetzt verstanden habt. Jetzt wechsle ich nochmal zum Handy. Übrigens, am Handy ist die Qualität natürlich schlechter. Ich habe Mobitlin verwendet. Natürlich ist das immer ein bisschen komisch damit im Aufnehmen übers Handy. Desktop ist da immer viel schöner.
Gut, aber ich wechsle nochmal zum Handy, bin ich gleich nochmal. So, jetzt nochmal auf dem Handy. Wenn ihr YouTube eingibt und dann hier auf dem Handy auf YouTube klickt, habt ihr das Problem, ihr werdet manchmal auf die App weitergeleitet. Aber wenn ihr YouTube Desktop eingibt und am besten noch dazu hier bei Chrome Desktop-Seite verwendet, dann landet ihr hundertprozentig auf jeden Fall euch auf eurem Handy auf der Desktop-Seite, weil es immer über für das Handy, weil es einen schmalen Display hat, irgendwie kommt minimiert worden ist. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Gehen wir hier. Nein, das ist mein Googler-Kanal. Wo war das jetzt? Nein. Ja, das ist jetzt über Handy sehr schwierig zu machen. Ja. So, genau. So, jetzt sind wir hier wieder hier. Genauso wie wir es vorhin auf dem PC gesehen haben. Wiedereinstellungen klicken hier. Und hier habt ihr wieder das Layout, wo der Haken gesetzt ist. Ich hoffe, dass ihr das jetzt mal befolgt, wie es so funktioniert. Wenn ihr mal Rückfragen ist, dann meldet mich. Ansonsten setze ich nochmal vielleicht den Link über die Seite hier direkt mit da rein. Vielleicht kann man dann schneller dahin gehen. Mache ich auch gleich, damit ihr das Beweis habt. Kopieren. Jo. Dann landet ihr direkt vielleicht auf dieser Seite. Wenn nicht auf eurer App, dann müsst ihr wirklich hier. Nee, immer wieder so weit. YouTube Desktop und Desktop aktivieren, dann kommt ihr mit Sicherheit auf die youtube.com oder .com eingeben, vielleicht geht's auch, aber nicht YouTube an sich, dann landet ihr auf der App wieder auf dem Handy. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte und dass, wenn ich jetzt demnächst wieder auf eure Seite komme, ich wieder eure Videos in schön aussehen. Ich werde dieses Video am Samstag, also heute, schon hochgeladen haben und morgen kommt dann dennoch noch das normale Standardvideo, ne? Vorweg schon mal ich um die 2 und ich hoffe, dass es euch mal so gefallen hat und ich das gut erklären konnte. Wenn nicht, dann, wie gesagt, schreibt darunter und ich helfe euch. Ich habe heute eigentlich nichts zu tun. Ich bin sofort offen. Also, tschüss.